Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Video zum Thema Amaryllis im Topf. Es gibt so viele Möglichkeiten, die hübsch zu machen. Und ich habe mal wieder ganz tolle Farben gekauft. Und wie man hier sieht, nicht nur weiß und rot, sondern diese wunderschöne Farbe, die so dazwischen ist, dieses Rot mit weißem Rand. Und schön sind die natürlich, wenn die so ein bisschen vorgetrieben sind. Und ganz oft kommt sogar noch ein dritter Stiel aus dieser Zwiebel raus. Und das sind natürlich richtige Qualitätsamaryllis. Das sieht man auch daran, wie groß diese Zwiebel ist. Ja, die ist nicht bei allen so groß und das sind einfach auch qualitativ tolle Sachen und das ist von unseren Gärtnern im Großmarkt und wir haben sehr viel regionale Ware. Das ist so, das unterstütze ich auch sehr, sehr gerne. Und ich habe gedacht, oder vielmehr mir ist so eingefallen, ich könnte halt nochmal eine Amaryllis nochmal ein bisschen anders schön dekorieren. Ja, also ruhig winterlich, muss gar nicht immer so, doch weihnachtlich machen, was ihr heute. Ja, und die Amaryllis, die haben immer, legen wir gleich mal los, die haben immer ziemlich viel Erde hier drin. Ich nehme so ein bisschen Erde gern raus. Ich mache auch den Stecker raus. Später kann man den reinmachen, dass man sieht, wie die blühen wird. Obwohl man hier schon fast sieht, dass die weiß wird. Aber die kommt ja erstmal nochmal so richtig schön hoch. Und ich nehme ein bisschen Erde weg. Und dann kann ich die schön wässern. Gibt also so ein super praktisches Utensil. Das ist also so eine Laborflasche. Kann ich nur empfehlen, weil mit der kann man auch dann so ja, ganz toll dosieren beim Wässern. Die benutzen wir sehr gern, auch wenn wir die Weihnachtssterne gießen. Die wollen ja immer nicht so viel Wasser. Ja, so ein bisschen mäßig und regelmäßig. Und wenn man dann nur so einen kleinen Spritzer gibt und ich möchte ja auch die Amaryllis jetzt hier nicht überfluten, dann kann man mit dieser Laborflasche natürlich herrlich dosieren. Also ist eigentlich auch zum Orchideenwässern so. Das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Anschaffung und ja, also ich habe die schon lange. Ich finde die klasse. Ja, die Amaryllis. Ich nehme wieder Filz. Filz ist wieder meine super Basis zum Kleben. Ich gucke natürlich wieder, wie viel brauche ich. Habe wieder kein Zentimetermaß hier, aber es ist egal. Ich überbrücke das immer sehr gut. So, und schneide den Filz in der Höhe, wie der Amaryllistopf hoch ist, damit ich erstmal diesen Amaryllistopf verkleide. Aber ich hab das jetzt heute nicht nur mit Filz vor zu machen, sondern, so, jawohl, kann der Filz schon mal weg? Ja, ich habe das jetzt heute nicht nur mit Filz vor, sondern ich habe noch was ganz Tolles dazu ja, ergattert. Und gleich erstmal den Filz kleben. Dann geht es weiter. Also wir kleben den Filz um den Topf rum. Zwei, drei Klebestellen und schon sitzt der. Das ist also eine, es geht ruckzuck. Ja, und dann habe ich natürlich was ganz Besonderes. Und zwar, ich habe wunderschöne Birkenrinde. Ja, also es ist eigentlich ein Stück schöner als das andere. Ja, muss man natürlich immer die richtige Seite sehen. Und die ist traumhaft. Ich liebe Birke. Und deswegen habe ich mich echt gefreut, wie ein Keks, diesen tollen Sack Birkenrinde zu ergattern. Ja, die ist also auch bei so einem tollen Anbieter im Großmarkt gab, der auch Kränze wickelt. Und meine Idee war, dass wir heute mal mit Birke diese Amaryllis ausdekorieren, beziehungsweise diesen Filz schön abkleben. Das muss auch gar nicht immer so gerad sein. Ja, da kann man auch mal, das kann man auch mal ein bisschen nach oben laufen lassen. Also nicht so streng machen, sondern das kann so. Genau. Und da mache ich jetzt erstmal diesen Topf hübsch. Muss man auch die Stücke suchen. Hier hat man mal ein kleineres Stück, das ist mehr Natur. Man sieht, man muss es ein bisschen länger festhalten, genau. Super, ist wieder gut, dass es im Video passiert. Also Paciencia, es ist Geduld gefragt. Nicht wie ich, so schnell, 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 sondern man muss sich hinstellen und muss es einfach mal festhalten. Und ein paar Sekunden innehalten, weil dieser Heißkleber muss einfach Zeit haben zum Trocknen. Ansonsten ist die Birke natürlich wieder weg vom Heißkleber. Ja, und das
Und das war jetzt von mir zu schnell. Schöner Vorführeffekt. Ich kann auch mal ein dunkleres Stückchen nehmen. Ja, die meisten sind sehr hell. Ich liebe ja diese hellen Stücke. Und, aber keine Sorge, selbst wenn irgendwas nicht ganz so gut fixiert ist, dann gibt es am Schluss immer noch einen schönen Myrtendraht, mit dem ich, so, genau, Natur muss auch immer erstmal schön, ja, ich sag mal, etwas gezwungen werden in die Form, in der ich es gerne hätte. Und selbst wenn die Stücke jetzt nicht so perfekt sitzen, ist eigentlich keine Panik. Wir können nochmal mit einem Draht schön um die Arbeit drum herum gehen und dann kann man die Stücke, die abstehen, ja, oder kann das nochmal fixieren, die Birke. Draht ist ja so unser, ja, ich sag schon fast Floristen-Allheilmittel, weil wir arbeiten ja unglaublich viel mit Draht. Ja, also Draht ist, ohne Draht ist eigentlich, kann man überhaupt nicht ordentlich arbeiten. So, jetzt hole ich hier mal ein bisschen was raus, dass ich ein paar schöne Stücke bekomme. So, ich habe jetzt meinen Filztopf ja mit Birke verkleidet. Und damit diese Birke schön hält, nehme ich einen hübschen Draht, der sich auch immer wieder verwickelt. Genau, das ist immer das gleiche Leid mit Draht. Ihr kennt das sicherlich, aber so Problem behoben. Jawohl, also einen schönen Draht, der hier so schön gewellt ist. Und damit es auch dazu passt, dass weil meine Amaryllis ja weiß ist und das Moos grün, habe ich den Draht auch in einem Apfelgrün gewählt. Schöne Drähte sind natürlich immer was Tolles und der muss jetzt auch nicht total stramm drumherum gezogen werden, sondern einfach schön drumherum gewickelt. Aber es ist so eine Mischung aus Fixieren der Birke und aber auch nicht total stramm anziehen. Ja? Und dann, wenn man da so ein paar Umdrehungen mit dem Draht wickelt, dann ist das schon genug Fixierung eigentlich. So, den Draht machen wir natürlich wieder fest, indem wir ihn miteinander verdrehen. Das habe ich in ganz vielen Videos schon gezeigt, wie man das Ende am besten miteinander verdreht. So oft, dass das schon gesagt wurde, ich erzähle das immer. Jetzt erzähle ich nicht jedes Mal. Mal gucken, wer danach fragt. Ja, und dann habe ich Moos mitgebracht. Und mit dem Moos habe ich noch was Spezielles vor. Zum einen, wir haben ja die Amaryllis schon gewässert. Ich habe eine schöne Mooskiste. Das macht jetzt auch alles toll Staub. Also wenn ihr sowas zu Hause mal macht, dann könnt ihr den Staubsauger als nächstes auch schon bereitstellen, weil das macht alles natürlich richtig schön Dreck. Aber es macht nichts, es gehört einfach dazu, weil wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und das Sprichwort, das wird man dann auch am eigenen Leib erfahren. Das ist alles in Ordnung. Ich nehme extra dünne Streifen von dem Moos. So. Jetzt haben wir den Topf eigentlich schon ganz schön abgedeckt. Und so eine kleine Spielerei wollte ich noch reinmachen, indem ich kleine Stückchen, Seidenkieferstückchen in den Topf reinstecke. So, man kann auch mal ein bisschen längeres nehmen, an dem, ja, da wo der längste Trieb ist. Ja, so. Und ansonsten einfach diese kleinen Stückchen. Mit denen wird natürlich dann auch das Moos fixiert, weil das Moos ist ja nur so reingelegt. Ich habe da jetzt nichts geklebt und so mit dem Moos. Ich habe das einfach nur reingelegt. Und die Seidenkieferstückchen, die sind nur so eine Deko. Länge kann man sich ganz beliebig machen, aber es sieht auch sehr schön aus, wenn diese Amaryllis so aus diesen Kiefern wächst. Ja, das ist natürlich ein ganz irre Effekt, den das dann hat.
So, und das eigentliche große Gimmick dieser Arbeit, das kommt eigentlich jetzt. Und zwar, ich möchte hier noch einen Moosring dran machen. Ja, und den muss ich jetzt erstmal wickeln. Deswegen habe ich auch Aludraht mitgebracht. Ich möchte einen Moosring machen und den möchte ich gerne mit Bändern verzieren. So, gesagt, getan. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie groß mein Ring werden soll. Und den möchte ich hier so halb drüber hängen. Ja, und dann brauche ich in etwa von der Abmessung her diese Abmessung. Und damit es auch gut hält, nehme ich den Aludraht doppelt. Ja, das ist dann, dass es auch gut fixiert wird. So, Aludraht doppelt nehmen, mit einer Drahtschere einfach abschneiden. Aludraht lässt sich super schneiden, ja, lässt sich auch super easy biegen. Das ist ein 2 mm Aludraht. Und so, und jetzt gehe ich her und mache mit meinem Moos, muss ich mal gucken, weil das, also das Moos hier ist definitiv zu dick, weil das ist echt, das ist so eine Moosplatte, die legen wir mal weg. Und da suche ich mir ein Moos, das ein bisschen dünner ist, eine schöne Bahn von dem Moos, und das wird dann an den Ring gewickelt. Ja, das sieht gut aus. Das Moos wickle ich also quasi um den Ring herum. So, kleine Geduldsarbeit. Je fester ich wickle, oder beziehungsweise je mehr Wicklung, desto weniger, bröselt das Moos. Ja, das lohnt sich also doch ein bisschen öfter zu wickeln und ein bisschen fleißiger zu sein, weil dann hat man umso weniger Dreck. Weil Moos ist wunderschön, aber Moos macht einfach Dreck. Das ist so. Aber auch für dieses Video ist natürlich ohne Moos nichts los. Deswegen nehme ich auch diesen Dreck in Kauf, weil ich hätte gern diesen wunderschönen dekorativen Moosring. Das ist mir so als Idee gekommen, dass man damit eigentlich eine ganz tolle und relativ einfache und auch sehr natürliche Deko machen kann. Du kannst natürlich auch als Basis irgendeinen anderen Ring nehmen, aber mit dem Aludraht kann man sich das so herrlich formen. Und das ist dann natürlich absolut perfekt als Basis. Wenn du an irgendeiner Stelle merkst, dass der Ring etwas dünner ist, einfach nochmal ein Stück Moos nehmen, draufwickeln und schon hat man dann die gleiche Stärke überall. Und das Schöne ist ja auch an dem Aludraht, dass man den ganz toll biegen kann. Das ist eben kein so. Also hier ist er mir noch zu schmal. Ich bin im Laufe des Wickelns dicker geworden, merke ich jetzt. Aber es lässt sich ja schön korrigieren, so, und das ist jetzt die letzte Stelle, die ich wickle. Und jetzt ist aber auch mein Moosring fertig, um dann gleich als Deko in meiner Amaryllis zu dienen. So, fertig ist mein Moosring. Mein Gedanke ist, dass ich diesen Moosring dann, dass ich den auch hübsch verzieren möchte mit Bändern. Und damit meine Bänder nicht dreckig werden, muss ich natürlich erstmal den Tisch sauber machen. Und ich hätte gerne, passend zur Amaryllis, die ja auch in diesem Weißgrün, wollte ich gerne schöne weihnachtliche Bänder in diesen Ring machen. Und ich fange mal an mit dem schönen, mit dem ganz tollen grünen Weihnachtsband. Und zum Fixieren nehme ich wieder mal einen kleinen Tupfer Heißkleber, klebe das Band fest, schneide die Enden schön und habe schon das erste Band. Ach, das sieht eigentlich jetzt schon schön aus.
aber es kommt noch mehr. Ich habe jetzt schöne Bänder gesucht mit Sternchen. Und hier ist noch ein weißes. Und dieses Band mit den Sternchen. Das arbeiten wir so locker dazu. Sehr schön ist es auch, wenn die Arbeiten so lässig aussehen, wie zufällig. Und um das zu fixieren, um die Zufälligkeit zufällig zu fixieren, nein, so ganz zufällig ist es dann doch nicht, kann man einfach ein bisschen Heißkleber nehmen und die Bänder dann festkleben. Und so, das ist jetzt das Ende von dem Sternchenband. Damit ich hier nicht die Rückseite angucke, gehe ich hier hinten her, drehe das einmal um und klebe das so fest, dass es sich einmal dreht, dass ich auf der Seite, aua, Heißkleber, okay, so, dass ich wieder auf der Seite die Vorderseite von dem Sternchenband anschauen kann. Ich hatte noch überlegt über ein Karo-Bändchen, aber ich finde, Karo und Sternchen ist zu viel des Guten. Das lasse ich lieber weg. Und das einzige Band, was ich jetzt noch dazu nehmen wollte, ist ein durchsichtiges, ein Organza-Band. Auch das wirklich nochmal so rein zufällig und locker um die Arbeit. Aber damit ist jetzt auch gut mit Bändchen. Das reicht dann auch. Und damit dieses weiße Band nicht mehr runtergeht. Das fixiere ich auch, aber das fixiere ich auf der Rückseite. Warum? Weil man durch dieses Organza-Band den Heißkleber sieht. Hier sieht man, das zieht sich so durch und da würde ich den Fleck vom Heißkleber sehen. Und deswegen fixiere ich das nur auf der Rückseite, weil auf der Vorderseite würde man das sehen. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass man sieht, wie ich das mache. Und so. Und ach, jetzt ist mein, genau, so. Ja. Und hier soll es natürlich nochmal rauskommen. Okay. Ja, ich habe immer viele Wünsche. Ich möchte natürlich, dass die Bänder hinter diesem breiten Band auch rauskommen und zu sehen sind. Deswegen fixiere ich hier auch nochmal. Und das ist jetzt also so ein ganz locker die Bänder arrangiert, als man könnte als kleinen Abschluss noch ein Stückchen von einer richtig schönen Birkenrinde, so, ja, so einen kleinen, seinen Abschluss noch drauf machen. Ja, das mache ich jetzt auch. Das ist dann die Wiederholung der Birke, die um den Topf rum ist. So, und damit ist jetzt auch genug mit Birke und auch genug mit Bändchen, die ja ganz lässig um diese Arbeit rum schwingen. Und das Einzige, was ich jetzt mache, ist, ich gehe jetzt her und lege mein Mooskränzchen um diesen Amaryllistopf herum und habe also diese Amaryllis einmal ganz anders dekoriert als sonst. Die Amaryllis haben genügend Platz, hochzuwachsen, wachsen aus diesem schönen kleinen Seidenkiefernwald heraus. Auch von hinten sieht man den Topf. Ich habe noch ein Birkenästchen dazu gemacht und habe nur als weihnachtliches Element diese Bänder. Und jetzt kommt natürlich auch der Vergleich vorher-nachher. Das ist also der Vergleich. So sieht meine Amaryllis schön weihnachtlich mit Bändern, mit Moosring dekoriert aus. Und so sieht sie aus, wenn sie nackig ist. Wenn ich die Wahl hätte, ich würde die nehmen. Sieht es jemand anders? Ja, also ich freue mich total auf eure Kommentare und schreibe euch auch nochmal in die Beschreibung 2 mm Aludraht und ja, was man so braucht, den Filz. Und also ihr bekommt wahrscheinlich wirklich alle Sachen bei Floristik24 wie immer. Die sind einfach toll ausgestattet
und schicken. Kürzlich habe ich gehört, dass sie sogar nach UK schicken. Wusste ich auch nicht. Interessant. Also einfach mal fragen. Deutschland, Schweiz, Österreich schicken die immer hin. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit euren wunderschön dekorierten Amaryllis. Weil so kennt sie jeder. Und ich sag für heute Tschüss und freue mich, dass ihr dabei wart und sag ganz liebe Grüße. Eure Margit. Tschüss! Thank you.